Ach, und das Tolle ist, hier in der NDR Talkshow, da gibt es so viele unterschiedliche Geschichten innerhalb kürzester Zeit. Wir kommen nämlich jetzt zu einem Mann. Ich glaube, da waren die Eltern sofort einverstanden, als er gesagt hat, er will Schauspieler werden. Er wusste schon ganz früh, dass das sein absoluter Traumjob sein würde. Er war so früh dran, dass die Schauspielschule ihn nur nicht angenommen hat, weil er noch zu jung war. Inzwischen, ja, wir sagen das jetzt. Nein, das ist schlimm. Dann nicht jetzt dementieren, nicht dementieren. Und jetzt braucht er keine Schauspielschule mehr, weil jetzt ist er erstens schon 30 und zweitens gewinnt er ständig Preise oder ist dafür nominiert, gerade wieder für den Deutschen Filmpreis. Heute, das ist nämlich die Hauptsache, ist er bei uns, Jannis Niebuhner. Schon ganz schön gute Zitate heute Abend gehört, gell? Ich will keinen Druck machen, aber wie ist deins? Meins ist von meinem Opa, deshalb ist es so besonders für mich, man kann nicht anders machen, als da ist. Das ist grammatikalisch nicht ganz korrekt. Und, man kann nicht anders machen? Man kann nicht anders machen, als da ist. Als da ist. Ist grammatikalisch nicht ganz korrekt, ist sehr einfach, aber sehr wahr, finde ich. Und begegnet so den schweren Momenten im Leben mit Leichtigkeit und kommt von meinem Opa, deshalb ist das mein Lieblingszitat. Denkst du da ab und zu mal dran? Also ist ja auch eine gute Entschuldigung für alles, indem man sagt, ich bin halt, wie ich bin, oder? Oder ich mach's halt so, es geht nicht anders. Ja, absolut. Ja, genau. Es geht nicht anders. Muss man, es ist immer so, wie es ist. Und dann muss es einen Weg geben, mit der Situation umzugehen. Und den gibt's immer. Und daran erinnert einen das. Ja. Weißt du, was mir gleich vorhin aufgefallen ist? Wir haben uns noch nie unterhalten. Und ich dachte mir, ach, guck mal, das ist ein Schauspieler, der das Leben aber trotzdem von der leichten Seite nimmt. Weil wir haben natürlich auch sehr viele sehr nachdenkliche Kollegen, junge Männer oft hier sitzen. So, nicht, dass du nicht nachdenklich wirst. Aber ich glaube, wenn du sagst, oh, das wird am Ende noch mal gut und so, das ist glaube ich, eine Haltung, die sagt viel über dich aus. Ja, also ist eine Haltung, die mir, glaube ich, auch grundsätzlich mitgegeben wurde. Also ich bin einfach wirklich sehr behütet auch aufgewachsen. Ich komme aus einer ganz tollen Familie und ich habe auch das Glück, immer auch das Gute erwarten zu können. Und genau, ja, das ist. Es ist interessant, toll. Ich finde auch immer, wenn ich mit Leuten spreche, die größte Kraft zieht man eigentlich so aus dem, was man als Kind irgendwie mitgekriegt ja, hat. Ja, das macht schon eine Menge, glaube ich. Ja. Ja, absolut. Ja, das muss man sich auch übrigens bei der eigenen Kindererziehung immer vor Augen halten, dass man da auch echt ganz schön was sieht, was man später auch erntet. Irgendwie. Das merke ich mir. Ja, ja, ja. Ja, so Vertrauen, was war es denn bei dir vor allem? Vertrauen, Liebe? Haben die auch geschimpft mit dir? Warst du ein naja, schlimmer Junge? Also, was so, ich meine, meine Eltern haben sich sehr gefreut, dass ich dann in die Schauspielerei gekommen bin, aber meine Mutter weniger. Also meine Mutter war ein total wichtiger Teil. Mein Papa war so der hat mich immer von der Schule, da ist er mal, der hat mich immer von der Schule abgeholt, zu Castings gefahren, eine Stunde nach Köln, hat mit den Lehrern geredet, so dass ich irgendwie noch ins nächste Schuljahr es geschafft habe. Und meine Mutter war ja sehr skeptisch und dachte, das kann aber auch in die Hose gehen. Oder das ist natürlich, ich meine, ich war 14 und war dann 2 Monate in einem ziemlich tollen Hotel, hat so Privatunterricht, war mit anderen Jugendlichen. Wir haben nur das gemacht, worauf wir Lust hatten. Und natürlich hatte sie da Angst, dass ich dann nach Hause komme und denke, was ist denn hier los? Aber langweilig. Und hast du ja auch. Du hast ja auch gesagt, wenn der Dreh vorbei war, hast du geheult und hast gesagt, was ist denn hier los? Jetzt muss ich wieder zurück und dann wieder Schule und die blöden Mitschüler, die ja dann schon gesagt haben, geil, der Jannis war jetzt wieder 2 Monate im Hotel und hat einen auf schick gemacht. Ja, ja, man musste sich daran gewöhnen und es war aber total gut, also richtig wichtig, sie da als Ausgleich zu haben und nur so war es dann möglich letztendlich, was ja toll war, dass sie überhaupt über die Jahre jedes Jahr 2 Monate drehen konnten. Dann. Hast du zwischendurch mal gedacht, oh Gott, die Mama hat vielleicht recht, jetzt komme ich auf die schiefe Bahn? Ich bin auf die schiefe Bahn. Ja. Nee, sie sie hatte recht und ich glaube, das habe ich auch gespürt und gleichzeitig, ja, aber sie hat schon auch gesehen, dass ich sehr viel Spaß habe bei dem. Also sie hat das nie ganz unterbunden und das, ja, ich meine, für mich selber war, ich hatte natürlich die Angst auch immer, dass das eigentlich gar nicht sein kann, was man mal beruflich macht. Also das ist ja ein Riesentraum gewesen, aber einer, von dem man nicht geglaubt hat, dass er Wirklichkeit wird. Und erst so über die Zeit, also ganz lange fiel es mir auch schwierig, selber zu sagen, ich bin Schauspieler. Ich kann es gut verstehen. Ja. Ne? Man traut dem Frieden nicht, ne? Nee, total. Und man rechnet immer damit, dass es auch noch mal ganz anders kommen ja. könnte. Und das ist natürlich auch in dem Beruf so. Also man, ich weiß ja nicht, jetzt gerade läuft es gut und kann ich glücklich drüber sein. Und ich gehe auch davon aus, dass es weiter so sein wird. Aber es kann sich natürlich
jederzeit immer ändern. Ja, weil ich finde, es sind so, natürlich ist es unbestritten, dass du ein großartiger Schauspieler bist. Du kannst einen Preis hier zeigen, aber noch einfacher ist es, wenn man Tischler ist und man hat danach einen Tisch und man sagt, ich habe den Tisch gebaut. Ich finde, dann kann man noch manchmal sowas mehr vorzeigen. Erika hat sehr geseufzt eben, ich weiß nicht warum. Nein, ich überlege das natürlich sehr, wenn ich so einen jungen Schauspieler sprechen höre. Was denkst du? Naja, erstens mal habe ich ihn schon oft gesehen und er ist glänzend. Und er gehört eben jetzt zu diesen jungen Leuten. Ich habe dir das schon vorhin gesagt. Ich vergleiche zurzeit ein bisschen, wie Schauspieler sind, wie den Toni Seiler beim Skifahren. Ja. Also der ist gut gefahren, aber der wäre heute gar nichts mehr. Und es hat sich jetzt, seit ich das auch nicht mehr tue, es hat sich eine unheimliche Qualität entwickelt bei den Schauspielern. Ja. Sie sind gut. Ich habe auch in letzter Zeit natürlich sehr viel gesehen, wenn man saß zu Hause und so. Und er gehört eben auch dazu. Es gibt eine so unglaublich, schöne neue Generation. Kraft bei den Schauspielern. Und das gefällt mir einfach. Und wenn er so sagt, er weiß nicht, wie es wird und so, das ist eh klar, aber das weiß man sein ganzes Leben lang nicht. Es wird gut, es wird gut und es war auch schon gut. Das ja. können wir belegen. Wir haben ja. nämlich auch über dein Leben schon ein bisschen was zusammengeschnitten. Bitte sehr. Dieser Mann hat am Tag des Bleistifts Geburtstag. Und immer mit Stiften bewaffnet, schreibt er Autogramm um Autogramm. Seinen ersten Job legt er in der Tatortfolge Fakten, Fakten ab. Und seine Fakten sind geprägt vom Leben ganz oben. Die Karriere des Lehrersohns begann direkt tierisch. Weiße Falken, wilde Hühner und Ochsenknechts. Nach einer bunten Episode zwischen Rubinrot und Smaragdgrün stieg er nach Richtungswechsel, Stylewandel und Zähnezeigen auf den royalen Rollenthron. Vier Könige, High Society und Goldmund. Gold sind zudem die Ehrungen, die er auch dank des richtigen Beats buchstäblich mit nach Hause nimmt. Viele Gründe für Fotos, Feiern und Freude. Janis Niewöhner. Du bist krass wandelbar. Am Anfang denkt man, das ist jedes Mal ein anderer Mensch, ja, oder? Ja, sehr gut. Total super. Du hast eine gute Entscheidung getroffen, weil ich glaube, am Anfang, du hast ja so mega früh angefangen und es hätte ja auch total schief gehen können. Du hast in ganz vielen Kinderfilmen mitgemacht, du warst ja fast schon Teenie-Star und so. Und dann muss man ja auch den Sprung kriegen irgendwann so ins... Ist dir das bewusst gewesen, dass das eigentlich schwierig ist, was du da machst? Oder hat das einfach, bist du so hinübergeglitten ins gute Fach? Naja, ich glaube, das ist auch immer, dass man da so... Das ist ein schmaler Grat. Ich glaube, man darf das dann nicht verteufeln irgendwann, das, was man gemacht hat. Weil das sind ja auch schöne Filme, die sind bei vielen Leuten gut angekommen. Aber natürlich habe ich so mit der Zeit auch gemerkt, ich will auch andere Sachen machen, die, weiß ich nicht, für ein anderes Publikum gerichtet sind, die mich noch mal neu und anders fordern. Und das war gar nicht so einfach. Und dann gab es aber einen Film, wo ich dann einen völlig anderen Typen gespielt habe, der auch ein ganz anderes Genre, ganz neues Genre war. Und der hat, glaube ich, noch mal was in den Köpfen der Leute verändert. Und Vier Könige, ja. Richtig. Ja. Da spielst du einen Jungen, der, warte mal, in der geschlossenen Abteilung der Jugendpsychiatrie sitzt. Und da musstest du dir fürs Casting wahrscheinlich was einfallen lassen, oder? Das ist richtig. Ich habe mir die Haare abrasiert dafür und habe mir so eine Bomberjacke. Ich wusste schon, und nachher habe ich dann auch gehört, die Regisseurin wollte mich eigentlich damals gar nicht sehen, weil sie hatte halt nur die ganzen Jugendfilme gesehen. Sehen und hat gesagt, die Süddeutsche hat über dich geschrieben, der ist zu schön. Ja. Ja, und naja, und dann mit den, ohne die Haare war ich nicht mehr. Und dann was nicht mehr? Ohne die Haare war nichts mehr, ne? Ja. Und dann hat's geklappt. Ja, wie gesagt, komm jetzt, ich meine mal Haare ab, oder? Ist ja nicht so schlimm, kann man noch mal probieren, Hubertus. Nee. Ich glaube, ich werde nie wieder schön. Also du bist gerade nominiert für die Hauptrolle im Film Je suis Karl. Mhm. Es geht nicht um Karl Lagerfeld, oder? Das ist richtig. Ja. Es geht nicht um Karl Lagerfeld. Nein, es geht, ist angelehnt an Je suis Charlie und ist ein Film über die neue Rechte und darüber, wie die neue Rechte über die Jahre immer mehr gelernt hat, sich neu zu inszenieren und sich einen sehr friedvollen Anschein zu geben. Und dass eben die nicht nur aus Parteien heraus funktionieren, sondern auch metapolitisch als Bewegung. Und das ist sehr gefährlich und man übersieht die. Und der Film erzählt von Verführung, von Rechtsextremismus und davon,
ja, die stellt die Frage, wie gesichert sind wir alle in unserer Moral und in unseren Wertvorstellungen. Und ist ein ganz wichtiger politischer Film, der gleichzeitig sehr unterhaltsam ist. Und das ist toll. Aber vom Thema, obwohl er so total anders ist, trotzdem, wenn du sagst, es geht um Verführung und es geht darum, irgendwie etwas darzustellen, was eigentlich ganz anders ist, hat es auch ein bisschen was damit zu tun, was momentan gerade ganz aktuell von dir in die Kinos kommt, nämlich Felix Krull. Richtig. Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Ich habe es versucht zu lesen, dieses Buch. Ja. Der Thomas Mann, der hat ja viele Wörter benutzt. Ja. Ich habe es fast durch, aber ich bin jetzt doch froh, dass es doch noch mal so ein richtiges 3D-Material mit dir jetzt gibt. Ja. In vielen, vielen tollen Szenen, super in Szene gesetzt. Und wir schauen einmal rein, so sieht es aus. Felix Krull. Ich bin noch jung. Ein neues Jahrhundert hat angefangen. Wohin wird der Sturm uns tragen? Das Haus ist dafür da, die Wünsche seiner Gäste zu erfüllen. Helfen Sie mir aus dem Cape. Du wagst es. Madame? Entkleidest mich, du kühner Knecht. Oh. Wenn man arm ist, darf man sich unter keinen Umständen an die Armut gewöhnen. Nicht nur sagen, du hast verstanden, wie das hier läuft. Du bist ein Dieb und Schwindler. Sasa. Ich suche einen reichen Mann zum Heiraten. Nicht dich. Und wenn ich sage, dass ich es könnte? Ein Geschäft, Kinder, Spaziergang am Sonntag? Es wäre unmöglich für dich, weil du sein müsstest. Und es erträgst du nicht, du zu sein. Das ist auch ein super Satz. Das finde ich so ein super Satz. Du erträgst es nicht, du zu sein. Ja. Ich finde, den kann man auf ziemlich viele Leute anwenden. Ja, absolut. Und wahrscheinlich erkennen wir uns da alle auch wieder hin und wieder, oder? Ja, aber er stellt es ziemlich gut an, der Felix. Und er schafft sich, er verschafft sich ein ziemlich gutes Überblick über das gesamte Spektrum der weiblichen Generationen, kann man sagen. Ja, er ist viel unterwegs. Ja. Er ist gut unterwegs. Wie sympathisch ist er dir, der Felix Krull? Sehr sympathisch. Sehr sympathisch, weil er ist ein Hochstapler und wir alle gucken uns Hochstapler ja immer gerne an. Aber auch, weil er einer ist, wo er nutzt die Leute schon für seine Zwecke aus, aber das Gegenüber hat auch immer was von der Begegnung eigentlich. Es sah so aus auf jeden Fall. Ja. Nein, und das macht ihn sehr sympathisch und es ist jemand, der geht ins Leben, er hat eben Angst vor Abhängigkeit, will unabhängig bleiben, verliebt sich dann aber auch, muss sich entscheiden für eine Frau oder für die Unabhängigkeit und für die immer neuen Rollen und liebt es, Menschen zu beobachten und Menschen für sich zu gewinnen und benutzt dafür seine Beobachtungsgabe, seine emotionale Intelligenz und es macht Spaß, ihm dabei zuzugucken und das alles eben mit Thomas Mann-Sprache. Ja, das ist auch toll. Also das Buch ist auch in der richtigen Thomas-Mann-Sprache geschrieben. Ja, genau. Ja, wir hatten Daniel Kehlmann, Detlef Buck hat den Film gemacht und mit Daniel Kehlmann auch schon mal zusammengearbeitet. Und er kannte, glaube ich, mit 16 das Gesamtwerk von Thomas Mann. Und deshalb war der in der Lage, diese ähnliche Sätze ins Buch zu schreiben. Und es ist wirklich, also man muss sich da dran gewöhnen und dann hat man aber eine Freude auch dran, weil es sehr verziert ist. Es ist sehr verziert tatsächlich. Hm. Und Moment, ich muss nur noch mal kurz fragen. Bist du auch mit 16 bereits vertraut gewesen mit dem Werk von Thomas Mann? 2 Jahre später, weil mein Onkel mir das Buch geschenkt hat. Und nicht dein Ernst? Ja. Und du hast es bis heute nicht gelesen? Ich habe es gelesen. Und ich hatte große Angst davor, was er sagt, weil er wirklich so ein doller Thomas Mann-Fan ist. Aber er war letzte Woche bei der Premiere und mochte es sehr. Also. Das ist toll. Ja. Bist du Thomas Mann-Fan? Ich finde es super. Ich habe es als Hörbuch damals tatsächlich gehört, als es noch auf CD, irgendwie 16 CDs, weil man es schon auch gelesen haben muss im Sinne von diese Melodie. Sonst, wenn man es selber liest, wie heute man ein Buch liest, versteht man es gar nicht. Und wenn es dann aber vorgelesen wird, professionell, dann kommt man mit. Und dieses Zitat auch, Höflichkeit schafft Distanz. Ne? Wenn man irgendwie frech wird und komisch wird, dann macht man sich angreifbar. Aber über die Höflichkeit löst der Felix Krull das immer. Das finde ich genial. Mhm. Ja. Erika, du kommst aus dem Land von Schnitzler und Nestroy. War Thomas Mann dennoch ein... Ich habe in der Jugend alles gelesen. Wirklich? Ja, aber das ist schon lange her. Ich war eine unglaubliche Leserin und habe Thomas Mann auch sehr, sehr gerne und fiel mir nicht schwer. Also ich finde es so toll, du bist da ja wirklich in eine andere Welt eingetaucht. Das sieht fantastisch aus, diese ganzen Kostüme und so. Braucht man dann zum Neutralisieren wieder einen Film, wo man oben ohne mit rasiertem Schädel irgendwie jemandem ordentlich die Fresse poliert?
Könnte ich jetzt auch wieder machen. Das hängt ja immer davon ab, wie die Geschichte und wie die Rolle ist. Nee, aber natürlich ist es der Ausgleich, wie bei Felix auch. Er braucht den Ausgleich. Er liebt all diese Momente, all die Persönlichkeiten, mit denen er zu tun hat. Aber er muss dann auch wieder weiterziehen, um Neues für sich zu entdecken, weil er da dann ganz aufgehen kann mit voller Euphorie und Hingabe. Und so ähnlich geht mir das auch beim Spielen, ja. Also wenn ich dir so zuhöre, dann macht es richtig Spaß, glaube ich, so ein Schauspieler wie du zu sein. Das macht das Spaß, ich absolut. Ja. Oder? Also da schaut man gerne zu, wir sind begeistert. Janis Niebüner ist bei uns. Felix Kohl.